Hi Leute und damit herzlich willkommen zurück hier aus Helheim zu einer weiteren Folge God of War. Ihr seht es selber, der Brückenwächter ist direkt vor uns. Wir sollen einfach Streit anfangen. Wir brauchen sein Herz, um Atreus zu retten. Alles klar. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Klinge in die Hand genommen. Und dann geben wir es dem mal richtig. Komm her, Kratos. Den Brückenwächter besiegen. Ich bin gespannt, was das für ein harter Hund ist. Die sehen hier können gar nichts. Sie sind alle nur tot. Da ist er. Ja, hallo Vicky. Na komm doch her. Ich habe keine Angst vor dir. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Na komm. Wag es. Oh, das ist ja fies. Fiese Attacke. Na komm her, Dicker. Keim, lass du schon mal, wo du hin bist. Da bist du ja. Uah. Das tat weh. Na komm, na komm. Oh shit. Ist das fies. Ist das fies. Komm, Dicker. Er legt sich mir immer wieder in den Weg. Egal, wo ich hin will. So, und das hier. Schwere Angriffe. Die mag niemand. Aua. Was war das? Das Lebensenergie ist immer gut. Das. Komm, die kicken wir aus dem Bild. Ich brauch dein Herz. Oh Mann. So, die Hälfte an Lebensenergie ist ja schon mal los. Alter. Das war richtig frontal drauf. Lässt du wohl los? So nicht. So einfach mache ich es hier nicht. Da schrei ruhig. Ohne Unterstützung. Was juckt mich das? Was juckt mich das? Gar nicht. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Mist. Der Druckfeld ist echt schon übel. So, komm her, Dicker. Jetzt gebe ich's dir. Hinter dir! Nicht so, nicht so. Okay, wie ich sehe, bist du noch nicht fertig, ja? Du hast noch nicht genug. Was soll ich nur tun? Ich muss dich büßen lassen. Komm her, komm her. Ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Es wäre gar nicht mehr so schlecht. Dankeschön. Wo bist du? Du Feigling. Du bist erschöpft, wa? Du bist ein bisschen erschöpft. Aua.
Aua. Das tat weh. Allzu viel wirst du nicht mehr abkönnen. Nimm das! Komm, du musst doch mal langsam fallen. Das geht doch mal gar nicht. Komm her, Kratos! Gib's ihm! So nicht! Jetzt aber! Übel. Richtig übel. Alles klar, Kratos, komm. Nimm sein Herz. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Das wäre nicht das erste Mal. Und auch nicht das letzte wird es sein. Okay, Kratos, komm. Mach es. Und nochmal. Da ist es, das Herz des Torwächters. Ist das blutrünstig und eklig. Guckt euch Kratos an. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Wer ist dieser Vogel da hinten? Kratos! Zeus! Zeus? Na, guck mal! Mein Vater! Dein Was Vater machst war du denn Zeus? Hier? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Okay, ich auch dafür, hier aus Helheim zu verschwinden. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So. Aber nicht ohne zuvor hier noch ein bisschen was zu plündern. Ziemlich cool hier. Ziemlich cool. Ich muss das mal nachlesen. Was hat es mit diesem komischen Vogel hier in Helheim auf sich? Ja, Kratos, ich würde mal sagen, den hast du richtig übel zugerichtet. Richtig fies. So, was haben wir hier? Ja, ein legendäres Item. Eine Chaosflamme. Richtig gut. Damit kann ich die Chaos-Kling verbessern. Das ist doch eine feine Sache. So, komm her. Ich weiß ja nicht, vielleicht brauchen wir für den Rückweg noch ein bisschen Lebensenergie. Okay, sieht doch ganz gut aus. Was haben wir hier? Psst. Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Hey, Brock. Ist das kalt. Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Okay, Brock darf sie hier... Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Ah, sehr schön.
Okay, ich verstehe. So. Winde von Heel. Winde von Heel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Okay. Ja. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt, siehst du? Lass sie nur los. Achso, sie ist verschlossen. Gut, hält nur 10 Sekunden lang. So. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Siehst du, jetzt kannst du die Winde von Hela absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen. Ja, Brock. Vielen Dank. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Das ist eine gute Frage. Aber Brock ist schon witziger. Brock ist definitiv ein witziger. So, warum kann ich die hier nicht... Oh, ich muss erstmal irgendwo was aktivieren. Ich muss erstmal etwas aktivieren, bevor ich hier durch kann. Okay, so geht es nicht. Wo ist dieser Aktivierungsstein? Ach so, da, klar, sicher. So. Die von denen habe ich. Halten 10 Sekunden. Jetzt können sie hier einfach übertragen. So. Sehr nice. Und hier denn? Du kleinen Wichte. Hammer. Hammer. Okay, so, weiter. Einfangen. Und übertragen. Ja, ohne die würden wir jetzt hier gar nicht mehr rauskommen. Ohne die hätten wir jetzt keine Chance. Das muss wohl sein. Verdammt. Ich kann gar nichts machen. So. Okay, weg, Alter. Der war ja fies drauf. Okay, wie komme ich weiter hier? Wohin? Kratos. Durch die Höhle hier, ja? Sieht ganz so nach aus. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Das solltest du auch machen. Ja. Wenn es schwer zu glauben ist, Zeus sah super sein Vater. Und er hat abgerechnet mit ihm. So, immer noch zu. Warum? Jetzt nur noch der eine. Okay, aber wenn ich... Wie kann ich denn... Ach, da vorne ist noch eins. Ich würde sagen, es ging noch gar nicht. So, jetzt aber. Okay. Und auf die Luke. Das Tor ist offen. Die Toten können somit rein. So, jetzt will ich doch mal gucken. Was kann ich hier eventuell machen? Was bezweckt das? Ja, sehr nice. Die Truhe nehme ich mit. Auch wenn es nur Hacksilber ist, ist egal. So, aber da ich habe doch ein Level-Up gehabt. Auf Level 5. So, lass mal gucken. Hier gibt es doch bestimmt irgendwelche neuen Sachen. Ah, siehst du, es gibt einen Baum für die Chaos-Klingen. Ja, komm. Warum sollten wir das denn nicht nehmen?
Was gibt's denn hier noch Schönes? Okay, Gegner heranziehen. Schnelle Angriffe in Folge, ohne Schaden zu nehmen. Ja, das nehmen wir. Warum eigentlich nicht? Kann nicht falsch sein. So, was haben wir da? Okay, in die Luft zu schleudern. Oder was haben wir hier? Ein starker Doppelhieb. Alles klar. So, das ist ja auch richtig krass. Ziehen und drücken Sie R2, um mit bloßen Händen, um die Leviathana sofort zurückzurufen und einen mächtigen Schlag auszuführen. Komm her. Okay, genug upgegradet. Ja, sehr nice. Sehr nice. So, wartet mal. Auch hier vorne gab es noch so ein... hätte ich fast gesagt. Erstmal da. Okay. Die macht nichts weiter aus, dass ich dann mit transportieren kann. Und weiter geht's. Komm. Winde von Hell. Ist übertragen. Hinter dir, Bruder! Wo kommen die denn her auf einmal? Was bist du denn für ein dicker Ritter? Assi schon wieder. Das tut dir weh, ne? Das tut dir weh. So darf das nämlich ruhig sein. Ich weiß noch, was ich mit dem am Anfang Probleme hatte, aber richtig heftige Probleme. Mach doch, Kleiner. Ja, kann ich nicht. Ich habe nichts hier. Dieser mistige Ritter, ich hasse ihn. Oh nein. Kratos. Was mache ich? Liegt hier doch irgendwas. Irgendwas für ein bisschen Energie. Nicht viel, aber ein bisschen. Vorsicht, hinter dir. Ja, lass ihn kommen, er ist langsam. Er ist schneckenlahm. Komm, geht's hier irgendwo. Irgendwo. Nein, hat er mich gekriegt. Alles klar, so, ich bin zurück, okay. Dann das ganze Spielchen nochmal. So, komm. Erstmal einsacken. Ach, das haben wir alles schon. YouTube. Dieser böse Ritter. Ich hasse ihn wie die Pest. Und lauf, Kratos. Lauf. Alles klar. Das will sein. Jetzt frage ich mich doch nur, wo ist der Ritter hin? Wo ist der blöde Ritter hin? Ja gut, hab ich der Gegner nicht da ist. Hier soll es recht sein. Hier soll es recht sein. Aber dann tut es mich trotzdem. Gut, weiter geht's, komm. Und weiter. Das war knapp, aber hat noch gereicht.
oben hin. Da oben ran. Okay. Das Ding ist offen. Lässt du es wohl sein, mich zu schnitzeln hier von hinten? Das ist nicht euer Ernst. So, okay. Nichts wie raus hier. Muss das Ding hin? Na ja, lass mal weg. Ja, ich muss vorher mal gucken. So, okay. Wo muss das hier? So ein Astralvogel. Und da muss es auch ran. Alles klar. Das sollten wir hinkriegen. Quatsch. Und los geht's. Gut, gut. Mal gucken, von da aus. Ich nehme erstmal mit. Irgendwo hier muss es sein. Noch sehe ich nichts. Komm her, du Einzelner. Komm her, du Wicht. Gut, Kratos. Müssen wir hier rein? Das sieht ganz danach aus. Gibt es hier ums Gebäude rum noch irgendetwas? Hier nicht. Okay, wozu könnten wir hier die Winde von Hell mitnehmen? Wozu? Aus welchem Grund? Wenn ich sie hier nirgendwo mehr aktivieren kann. Hier gibt es auch nichts mehr. Na, ich nehme mal mit. Mal gucken. Werd's schon herausfinden. Okay, Kratos, lauf, lauf, lauf. Also, hier definitiv nicht. Okay, wir sind zurück. Wir sind zurück, Brock. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Mach ich sofort. Wo ist das Pickelgesicht von mir, wenn es ihm wieder gut geht? Du musst noch kurz für mich was verbessern. Der Klingenknauf kann verbessert werden. Richtig gut, mit Hacksilber. Ja, was nehme ich denn da? Was nehme ich da? Ich weiß es nicht. So, geringe Bonusaktivierungschance auf eine Gabe der Abwehr. Bei jeder erfolgreicher Tötung. So, Runensegen bei jeder erfolgreicher Tötung. Abklingzeit. Abwehr. Ich glaube, Abwehr ist nicht schlecht. Und Glück ist sowieso immer gut. Glück ist ohnehin immer gut. Ausrüstung. Alles klar. So. Klingenknauf, haben wir gesagt. Ne? Haben wir gemacht. So, Talisman, kannst du irgendwas machen für mich? Kannst du nicht. Schade eigentlich. Brustrüstung auch nicht. Nach wie vor Klingenknauf. Ach, kannst du. Hast du schon hergestellt. So, verbessern. Klingenknauf. Sehr nett. Und der Windschirm, ein Talisman? Ja, den könnte ich auf Level 2 verbessern, was gar keinen Sinn ergibt. Leviathan-Axt? Auch nicht. Nicht genügend Ressourcen. Die kann das geben. Verbesserung erfolgreich. Gut, Brock, ich würde sagen, hab Dank. Komm, Kratos, wir ziehen weiter.
So, wir sind zurück. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Werde ich machen. Midgard. Alfheim. Jütunheim. Vanaheim. Muspelheim. Komm, Midgard. Niflheim. Asgard. Nein, Midgard. Midgard war direkt daneben, wa? Ja, sag mal. Achso, Midgard ist der Mittelpunkt der Welt. Ja, wir gehen zurück. Vater, was soll's? Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Ja, das tust du. Nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er das Mantel verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Aschi. Oh, Kratos. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich würde so sagen, auf jeden Fall. Früher oder später wird das eh herausfinden. Was glaubst du, wie er sich dann fühlen wird? Wenn er das Gefühl hat, sein ganzes Leben lang vom Vater belogen worden zu sein. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ja. Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hel dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Dann probieren wir es aus. Kann man sich nämlich diese ganzen Wege hin und her nämlich sparen. Wenn es direkte Reiserouten gibt. Richtig klasse. So, ab zu Freya. Wo ist denn Freya überhaupt? Muss ich jetzt mal gucken. Blablabla, da. Tatsache, ich kann wirklich hinreisen. Okay, bestätigen. So. Brock, du hast es wirklich hingekriegt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann diese Schnellreisefunktionen endlich machbar sind. Also permanent blockiert und gesperrt gewesen sind. Aber jetzt haut's ja hin. Richtig klasse. Okay, Kratos, komm. Dein Junge braucht dich. Da ist der Ausgang. Tja, den Torwächter mache ich fertig. Ah, hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meint, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Tja, den Torwächter mache ich fertig beim einfachen Ritter. Der hat mir aus dem Bild gekickt. Unfassbar. So, meine Freunde, warum ist denn hier bitte auch so ein komisches Hellwind-Ding, hä? Verrat mir das mal einer. Mir fehlt allerdings der Wind von Hell, um es zu aktivieren. Was soll's, ist egal. Atreus, ich bin da. Das Herz. Du hast es. Ja. Natürlich. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf.
Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Das vergesse ich dir nicht. Ich wollte gerade sagen, das solltest du auch nicht, Kratos. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das wissen wir auch zu schätzen. Leute, Atreus ist geheilt, zumindest vorläufig. Das ist wir sind am Ende der Episode angekommen. Das hast du herausgefunden. Leute, habt Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Euer Elmo. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zieht. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann.